Mensch, Leute, was macht ihr denn schon hier? Hast du die Kabel gefilmt? Ich hoffe nicht, Robin. Nein. Ist ganz, ganz ordentlich für Testzwecke hier heute. Ansonsten, ja, willkommen zurück zum zweiten Teil Moving Lights testen für den Theatersaal. Wir sind jetzt wieder hier, haben Ruhe, haben es dunkel, haben gleich Bühnenlicht und können nochmal die Lampen alle ein wenig vergleichen und uns final heute entscheiden. Aufgrund von Begrenzung des Budgets, auch zeitlich, müssen wir uns jetzt zwischen einen dieser Lampen entscheiden. Ja, so, wir haben uns schon so fast entschieden, aber wir wollen natürlich euch die Lampen in den Feldern, wo sie gut sind, wo sie nicht so gut sind, nochmal ein bisschen zeigen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach. Wir haben die hier schon mal alle aufgebaut. Und jetzt streikt nur noch gerade mein Laptop, weil für unser ganz super tolles Lichtpult, das Zero 88 FLX 24, ich weiß es nicht, gibt es keine Fixture-Datei für. Deswegen machen wir das eben per Laptop. Und er startet sogar schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn alle Lampen laufen. Wir haben jetzt alle Moving Lights hier einmal aufgebaut und die sind auch alle angeschlossen. Ich erzähle euch erstmal, was nochmal zu unseren ganzen Ansprüchen. Die hatte ich im ersten Video schon mal erwähnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hier oben rechts gerne einmal draufklicken und nochmal anschauen. Ansonsten sind auf jeden Fall unsere Ansprüche, wie man sieht, Moving Lights, die wir hier gerne haben möchten im Theatersaal. Weitere Ansprüche über 200 Watt. Warmweiß mit ungefähr 3200 Kelvin, weil das unsere anderen Fresnel-Scheinwerfer, die wir hier so haben, auch haben. Und zusätzlich noch weitere Farben. Da ergibt sich für uns natürlich entweder Farbrad oder CMY-Mischung. Das schauen wir uns gleich nochmal bei den Lampen an. Und ansonsten natürlich das galataugliche, wie man das so schön sagt, dass sie uns nicht zu laut wird und das Publikum mehr Lüfter hört über dem Kopf als die Fünftklässler vorne, die schauspielen. Ja, wir schauen uns nochmal die Moving Lights hier einmal an. Wir haben hier den Martin Rush MH1, den ADJ BSW 300, den CMY 300, den Cameo Z300. Irgendwo war da noch ein Auro mit drin. Das kann ja der Aurospot Z300. Und nochmal von ADJ, der PAZ Move. Der kann allerdings nur warmweiß. Ja, von der Lichtleistung hatte ich gerade gesagt, ab 200 Watt. Das hat der PAZ Move auf jeden Fall mit 200 Watt erfüllt. Der Z300 heißt Z300, hat aber nur 200 Watt, warum auch immer. Und die beiden ADJs nochmal 300 Watt jeweils und hier nur 180, aber mit der Helligkeit hält er trotzdem ganz gut mit. Ja, weiterhin wichtig die Galataugfähigkeit und die Lautstärke der Moving Lights für uns. Wie man jetzt vielleicht schon gesehen hat, sind die beiden Powercon-Stecker nicht wirklich drin. Wenn wir ihn jetzt anmachen, hört man ihn. Deswegen habt ihr im letzten Video auch schon die Kommentare geschrieben, dass die relativ laut sind. Und ja, das kann der Martin M. Rush Profile Plus auf jeden Fall laut sein. Klar, das ist jetzt nur hochfahren, kalibrieren, aber das ist auf jeden Fall das Geräusch, was man ständig hat. Und wir wollen ja natürlich, dass auch die Zuschauer nicht nur das Lüftergeräusch über sich hören, sondern auch die Fünftklässler, die vorne auf der Bühne spielen. Das gleiche ist hier auch beim BSW 300, das ist echt die Krone der Lautstärke, die dann nur hochfahren, kalibrieren, aber auch vergleichbar für den Rest. Und die anderen haben einen Silent Mode, das heißt, wenn sie komplett aus sind, also der LED-Chip nicht warm wird, dann fahren sie auch ihre Lüfter runter und wenn es dann wärmer wird innen drin, dann schmeißen sie ihre Lüfter auch an. Das heißt, sie sind gerade angeschaltet, sind aber wie gesagt nicht an und deswegen sind sie schön leise. Beim CMY ist es auf jeden Fall so, dass wenn man den dann anmacht, hat der auch hier natürlich auch nicht Lichtleistung, aber dafür wird er dann auch wieder lauter, für uns wieder zu laut. Da sind wirklich diese beiden Kandidaten hier für uns von der Lautstärke her eigentlich die einzigen, die man nehmen könnte. Jetzt habt ihr aufgepasst, dass wir eigentlich Farben wollen und der nur warmweiß kann. Den habe ich trotzdem mit dazu genommen, weil ich den sehr interessant finde, weil das
quasi von den Leistungen so ein bisschen wie die Elation KL Fresnel 8 sind. Oder Fresnel KL 8, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die wir hier sonst so hängen haben. Nur als Moving Light, deswegen wollte ich die auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ist auch eine sehr coole Lampe, aber dann bleibt ja irgendwie nur noch der über. Als Farbmischung hat er ein Farbrad. Die Farben sind ganz gut, ein bisschen wenig. Fürs Theater wäre natürlich eine CMY-Farbmischung schön. Aber wir haben hier auch zum Beispiel so Verfolger alles, alles mit Farbfolien oder Farbrädern. Deswegen ist das für uns nicht so wichtig und auch preislich kostet der ungefähr das Dreifache wie der. Und deswegen ist für die Schule eine CMY-Farbmischung mit den anderen Verhältnissen schlecht finanzierbar. Wie gesagt, der Farbrad und CMY-Farbmischung. Die CMY-Farbmischung ist eigentlich ganz gut. Und hier haben wir dann wieder Farbräder bei den Moving Lights. Weitere Besonderheit ist noch hier bei diesen beiden Lampen, dass man die locken kann, sowohl, jetzt muss ich mein iPad einmal weglegen, sowohl in Pan und Tilt und das Ganze hier auch. Jetzt ist sie auf der Rückseite. Ach, der ist an. Ups. Auch dann sind die gelockt. Das Ganze lässt sich natürlich auch wieder entlocken. So, dann ist natürlich für uns noch wirklich wichtig der Praxistest. Wie schlagen sich die Lampen im Vergleich zu unserer Grundbeleuchtung? Können die sich auch durchsetzen? Und wie schön sind die Farben und das Warmweiß und deswegen machen wir die ganzen Lampen jetzt einfach mal an. So, im Hintergrund hört man, die Geräte arbeiten schwer. Hier schauen wir uns nochmal eben den Parset Move an, der jetzt natürlich auch seine Lüfter angeworfen hat, aber immer noch sehr leise ist, den man wirklich im Zoom sehr groß verfahren kann. Also das finde ich schon krass und das auch relativ stufenlos. Da gibt es keinen Fokus mehr mit drin, aber der Zoom, der ist schon wirklich beachtlich und die Lichtleistung mit 200 Watt, da kann man sich auch echt nicht beschweren. Und jetzt schauen wir mal nach unten, was die anderen Lampen so machen. Ja, schreibt mal jetzt unten in die Kommentare, welches Warmweiß am schönsten ist. Oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Naja, kann man über das Kamerabild sowieso schlecht beurteilen. Auf jeden Fall sieht man, was hier die leistungsstärkeren Lampen sind. Das sieht man noch nicht so gut wie wenn das Grünlicht an ist. Aber wir haben hier den Martin Rush MH1 Profile Plus. Hier vorne mit dem, ja, würde ich fast als schönstes, aber dann doch irgendwie so ein bisschen grünstichiges Warmweiß bezeichnen, ist der CMY 300. Hier hinten haben wir den BSW 300. Das kommt so ein kleiner Rotstich mit durch. Und das hier ist das vom Z300 von Cameo. Finde ich, ist das neutralste, wo wenig Farbe mit durchkommt. Aber auch nicht das Schönste, finde ich. Aber das Neutralste auf jeden Fall. Von der Helligkeit machen die beiden in der Mitte die 300 Watt Lampen natürlich schon ein bisschen mehr aus. Aber so einzeln ist das doch vertretbar. Und wir machen einfach mal Bühnenlicht an, würde ich sagen. Hi. Jetzt ist das Bühnenlicht an. Überzeugt euch selbst. Robin, sag mir mal, wie gut man das im Kameralicht sieht. Schon. Schon. Also man sieht, dass oben rechts auf jeden Fall deutlich dunkel ist. Ja, 180 Watt. Man erkennt alle Lampen noch. Hier 180 Watt. Und sonst der 200 Watt ist noch total okay. Der Z300, die 300 Watt Lampen sieht man natürlich. Aber beschweren tue ich mich beim 200 Watt Gerät auch eher weniger. Ja,
damit sind wir eigentlich alles durchgegangen, was wir soweit mit in unsere Bewertung eingezogen haben. Und ja, welche Lampe wir uns jetzt entschieden haben, das zeigen wir euch dann nochmal oben. Ja, so entschieden haben wir uns jetzt für den Cameo Auro Z300 und zwar ganz klar, weil er für uns vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach das beste Gerät ist und mit unseren Ansprüchen wirklich das einzige Gerät ist, was für uns wirklich hier gala-tauglich ist. Entscheidung getroffen und auch Preis-Leistungs-Verhältnis für ungefähr 1.000 Euro macht die Lampe wirklich einen super, super Eindruck und davon werden wir jetzt noch mehr anschaffen. Mal gucken, wie viel das Schulbudget hergibt. Die restlichen Lampen gehen zurück, aber eine wirkliche Empfehlung kann ich auch nochmal hier für den Parset Move aussprechen. Ist auch wirklich leise, gute Lichtausbeute, super Zoom. Ja, wir zeigen vielleicht irgendwann nochmal in einem der nächsten Videos, wie wir 2 oder 4 oder 6 oder 8, mal gucken, von den Geräten hier haben, wo die hängen und was man dann so Lustiges damit machen kann oder was wir dann damit tun. Und jetzt heißt es leider Abschied nehmen von den restlichen Lampen, die wieder in die Kartons einpacken da hinten. Und dann gehen sie wieder zurück zu Thomann. Auch nochmal ein Dankeschön an Thomann, dass sie die Lampen für uns hier zur Verfügung stellen, dass wir die einmal testen können. Denn würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende dieses Videos angekommen. Schreibt uns gerne in die Kommentare eure Meinung zu den Lampen. Wie euch das Video gefallen hat, es war jetzt ein bisschen viel Theorie und trocken, würde ich mal sagen, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitgenommen. Trotzdem gern nochmal vergleichbare Lampen auch erwähnen, die man sich nochmal anschauen kann. Ja, dann würde ich sagen, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, haut uns einen auf die Glocke, Video auch liken natürlich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Jasper von den LTE LAN und ich bin raus. Ciao. Ich darf doch mal ein eigenes Ende machen. Ich bin übrigens auch am Start, hi. Das schneide ich noch mit rein. Die Leute, die das jetzt durchgehalten haben und bis zum Ende gucken, die dürfen auch Robin noch mal sehen. So ist es. Tschüssi. Ciao.